ich bin Edda Petri. Ich sage heute Bye-bye Utopolis nach 4 Jahren. 2019 haben wir angefangen mit dem Anspruch, unsere Stadt hier in Neunkirchen, das Quartier nördliche Innenstadt, ein bisschen bunter und auch heller zu machen. Deswegen hieß unser Programm auch Light Up Neunkirchen. Und dann, alle wissen, es kam uns Corona dazwischen. Das war nicht immer leicht. Und besonders schwer war es natürlich für die Alten und für die Kinder. Vor der Corona-Zeit war ich meistens mit meinen Freunden draußen. Am meisten Fußball gespielt. Also ich wünsche mir, dass Corona schnell endet. Für die Zukunft, dass endlich Masken vorbei ist. Dass Corona ganz weggeht. Ich will halt, dass alles wieder ganz normal wird. Nach der Corona-Pandemie war es natürlich allen unseren Teilnehmern ganz wichtig, schnell wieder zusammenzukommen und Projekte gemeinsam aufzusetzen und zu entwickeln. Und deswegen waren wir auch ganz glücklich, hier in unserer direkten Nachbarschaft die Stummsche Reithalle zu haben, in der wir uns getroffen haben für ein großes Mitsingkonzert zu Weihnachten. Endlich wieder Neunkirchen singt. 2019 war die erste Ausgabe, danach lange Corona-Pause und jetzt freuen wir uns wahnsinnig. Und wir haben das Ganze genannt, damit es heller wird. Und ich glaube, das können wir für unsere armen Seelen alle gut gebrauchen. Energiekrise, Krieg in Europa, Inflation, also es reicht. Wir zünden jetzt mal ein paar Lichter an, schöne kitschige Weihnachtsbäume im Hintergrund. Und ich glaube, es geht uns danach allen viel besser. Und ich hoffe, dass es dann auch wirklich ein kleines bisschen heller wird, rechtzeitig zu Weihnachten. Als ich beim ersten Mal hier war bei dem Singen, das war vor Corona, das war so ein schönes Gefühl, mit den Menschen, obwohl sie alle fremd waren, hier diese Lieder zu singen, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt nochmal erleben. Ich freue mich tatsächlich am meisten auf einfach diese Gemeinschaftlichkeit, dieses Zusammensingen. Das ist das, was man jetzt so die letzten Jahre durch Corona doch auch irgendwie vermisst hat. Und da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf. Es ist so toll geschmückt hier, es ist eine schöne Atmosphäre und unsere Tochter ist dabei, die singt gerne und da freuen wir uns drauf jetzt. Ja, Weihnachtslieder zu singen, das gehört zu Weihnachten einfach dazu, sonst ist auch kein richtiges Weihnachten und es kommt ja zum Glück nicht darauf an, wie gut jemand singt, sondern mit wie viel Freude man dabei ist. Da bringe ich jede Menge mit. In den Corona-Jahren haben wir gedacht, na gut, dann nehmen wir eben eine CD auf, wenn wir schon nicht live singen dürfen. Und diese CDs sind auch kostenlos für euch da. Aber wenn euch jetzt ganz warm ums Herz geworden ist, dürft ihr auch gerne eine kleine Spende für unsere Arbeit dort lassen. Aber ihr müsst nicht. Überlegt es euch, nehmt euch bitte die T-Shirts mit. Wir wollen euch alle in Rot sehen nächstes Mal. Als echtes Neunkircher Rot. Frohe Weihnachten! In den letzten 2 Jahren hatten wir natürlich die Chance, dann auch wieder ganz neue Projekte zu entwickeln mit den vielen KooperationspartnerInnen, die wir inzwischen gewinnen konnten. Das sind viele und ich glaube, auf diese Kontakte lässt sich auch bauen. Wir haben zum Beispiel gemacht ein Friedenskonzert beim Neunkircher Frühling. Ein Blies-Piratenfest mitten in der Stadt, im Herzen der Stadt, an den Blies-Terrassen. Wir haben aber auch Befragungen durchgeführt der Bürger, zum Beispiel als König, Königin von Neunkirchen. Was würdest du ändern an deiner Stadt? Beteiligungsformate, vieler Art. Und wenn es Nacht wird in Neunkirchen, dann kann es hier auch richtig gruselig werden. Und davon zeugt unser Crime History Walk. Viel Spaß und Vorsicht! Ihr seht aus, als hättet ihr gerade einen Geist gesehen. In der Zwischenwelt hier auf dem Hochofen erfährt man allerlei Dinge über die verstorbenen Neunkircherinnen und Neunkircher. Vielleicht ist es dieses Mal ja anders. Vielleicht seid ihr diese besonderen Menschen, die uns erlösen können. Lösen Sie gefälligst Ihre Aufgaben und schenken Sie uns die Freiheit. Mein Name ist Dana Almat. Ich bin eine der beiden Netzwerkmanagerinnen für das Projekt Utopolis. Außerdem kümmere ich mich um die Buchhaltung des Projektes. Ich hatte immer ein Hauptziel, klares Hauptziel vor Augen. Als Muttersprachlerin des Arabischen wollte ich die arabischen Familien in Kroatia erreichen und sie ermutigen, an unseren vielfältigen Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen. Alle Projekte rund um Kinder, also basteln, malen, singen oder tanzen. Wir hatten gar keine Schwierigkeiten, also Abonnenten zu gewinnen. Im Gegenteil, wir hatten immer lange Wartelisten.
Das Tanzen macht mir richtig viel Spaß, weil ich finde irgendwie, da kann ich meine Wut raus tanzen, wenn ich richtig wütend bin oder meine Trauer. Ich spüre, dass unsere letzte Veranstaltungen sehr schöne Eindruck bei den Familien hinterlassen haben. Und die Familien kommen immer zu uns zurück und fragen nach unseren zukünftigen Plänen. Das war unser Ziel. Unser Kutschhausverein ist der wichtigste Akteur im Bereich soziokultureller Angebote in Neunkirchen und natürlich deswegen auch in der Innenstadt. Und mit dem Angebot, was wir in den letzten 4 Jahren dank des Utopolis-Projekts, dank dieser Förderung hier in Neunkirchen gemacht haben, haben wir vor allen Dingen sehr viele Kinder und Jugendliche erreicht und den Kindern sicherlich geholfen, was ihre Kreativität angeht, was ihr Selbstbewusstsein angeht bei bestimmten Aktionen und haben auch was für die Integration gemacht. Also von daher ist es wichtig, dass der Kutscherhausverein weiterarbeiten kann. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sind kräftig am Anträge schreiben und ich bin sehr zuversichtlich, dass nach Auslaufen des Utopolis-Projekts der Verein seine Arbeit weiterführen kann. Ja, also das Programm war sozusagen, man kann es echt sagen, ein Glücksfall für unsere Stadt. Es hat uns ganz viele Türen auch geöffnet, auch in die migrantische Community, auch in die Schichten der Bevölkerung, die wir eigentlich auch ansprechen wollen. Bisher aber immer große Probleme hatten, hinzukommen. Dank Edda Petri und ihrem Team. Ganz viele tolle Veranstaltungen, die wir wirklich richtig genossen haben. Man hat auch richtig gemerkt, wie der Funke überspringt und wie die Menschen das annehmen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, um so einen schwierigen Wandelprozess, wie wir ihn haben, zu begleiten. Also ich glaube, in den 4 Jahren hat sich richtig viel verändert hier in Neunkirchen. Das alles wäre unmöglich gewesen, unsere zahlreichen HelferInnen hier aus der Stadt. Ehrenamtliche, Sponsoren, Förderer, Institutionen. Das City- und Stadtmarketing und Quartiers- und Stadtteilmanagement der Kreisstadt Neunkirchen. Die LAG Soziokultur, natürlich auch der Bundesverband Soziokultur, die uns alle immer toll unterstützt haben. Aber das Allerwichtigste sind die Menschen, die Neunkircher und Neunkircherinnen, die hier wohnen und uns immer wieder neue Impulse für neue Ideen und neue Projekte geben. Dafür ein riesen Dankeschön. Was ich mir für die Zukunft wünsche, das ist eigentlich ganz klar. Alle Anträge sind schon wieder gestellt und wir möchten natürlich, dass unsere Arbeit hier weitergeht. Und zwar auch in dem Umfang, wie wir es bis jetzt betreiben konnten, dank Utopolis. Alles ist vielleicht nicht möglich, aber deswegen Anträge sind gestellt. Jetzt heißt es Daumen drücken.